Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einem etwas anderen Video, und zwar zur Erklärung. Das Ganze hier ist ein gesponsertes Video. Na, was heißt gesponsert? Wir haben halt den Key to Dungeon Painter Studio bekommen, und auch zum anderen, nicht Programm, sondern Spiel. Das Ganze hier ist ein Map-Erstellungsprogramm für Paper-Maps quasi, also für Tabletop-RPGs. Ist von der Firma Pyromancers, und das Ganze war früher mal, soweit ich das weiß, kostenlos, oder ist immer noch kostenlos, eine Web-Applikation, ist aber im Web ein bisschen weniger komplex als hier, und ich wollte heute einfach mal ein kleines Vorstellungsvideo machen. Ich wundere mich, im Hintergrund hört man eventuell noch gerade ein bisschen Radio, weil der liebe Olli gerade noch am Kochen ist, und deswegen, ich wollte das jetzt aber schnell mal aufnehmen, deswegen, ja, nicht wundern. So, ein bisschen lauter. So, machen wir einfach mal hier ein bisschen, so, einfach mal ein bisschen Musik nebenbei offen lassen, damit das ein bisschen das Kochen übertönt. So, Dungeon Painter Studio. Ich habe bisher einen Dungeon damit gemacht, und zwar ist das, kann ich euch gleich mal zeigen, ist zwar jetzt ein kleines Spoiler für die Leute von der Aragorn-Runde, aber ja. Wo ist er denn? Da, das Ding. Das ist, habe ich schon gemacht. Ist halt so eine Art runtergestürztes Sci-Fi-Schiff, was ich gemacht habe. Ist jetzt nicht so besonders, weil ich halt noch üben muss mit dem Ding hier. Ist halt, sag ich mal, zweckmäßig bisher halt. Und ich muss auch dazu sagen, natürlich, dass die Erfahrung, die ich mit dem Programm gemacht habe, ist, dass es noch relativ wenig Teils hat. Es hat halt diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teilsets, die an sich aber relativ, man sieht sie schon, relativ beschränkt sind, was das, was die Teils an sich angeht. Man kann es zum Beispiel auch nicht, wie man es hier sieht, wie im RPG Mac einfach mal ziehen und dann hüpf, sondern man muss erst drücken und dann zieht er halt automatisch. Was da halt, wenn du halt größere Räume machen willst und dann hier so runter scrollen musst, das dann halt ein bisschen hier so, ne, ist das halt ein bisschen blöde. So, was mich außerdem an dem Ding stört, es, das war schon eine Sache, es ist halt verdammt unintuitiv. Mir wäre halt lieber so eine Teilset-Ansicht wie bei RPG Maker lieber, dass man halt dann halt links so eine Leiste hat, wie zum Beispiel, ich kann es mal kurz zeigen, im Ace. Könnt man ja, auch die Leute, die RPG Maker kennen, kennen ja hier, haben wir jetzt zum Beispiel hier die Kirche damals, und da mal halt hier diese Leiste. Das ist halt wesentlich angenehmer da auch zu mappen. Es geht auch wesentlich schneller. Da habe ich im RPG Maker wesentlich schneller in meinem Map gemappt als in dem Programm hier. Weil dann hast du halt hier auch zum Beispiel die Objekte, und dann hast du hier nur in der Leiste hier so 2, 4, 6, 8, 10 Objekte auf einmal angezeigt. Da musst du halt noch scrollen, und er ist halt etwas umständlich, meiner Meinung nach. Ist jetzt nicht so intuitiv, da brauchst du halt eine Zeit, bis du da irgendwas damit gemacht hast. Es hat halt auch wirklich verdammt wenig Teils. Gut, es ist halt wirklich nicht für Dungeons gedacht oder für Innenräume. Außenräume kannst du halt wirklich nicht gut damit machen, weil es halt einfach zu wenig hat. Und ich hoffe, da wird noch einiges dazu kommen in der Zeit. Und ansonsten, ja, hat man halt hier noch, man kann auch halt Texte irgendwie, das habe ich mal bisher noch nicht genutzt, und diverse Linien machen. Das ist dann wahrscheinlich einfach hinten hier, um grob Dungeons damit zu zeichnen oder sowas. Das ist halt quasi das Linientool von Roll20. Ja, ist halt noch Wände zum Beispiel. Da muss ich sagen, ja, das ist zum Beispiel, nee, ich hätte es hier lieber, wenn das in Roll20 wäre mit dem Linientool, dass er dann, wenn ich einmal klicke, weiterziehen würde und damit Escape abbrechen würde, was hier nicht funktioniert. Ich muss klicken und dann, nee, nochmal, nee. Wenn ich eine Tür haben will, mache ich dann, nee. Genau, haben wir einen Raum.
So, machen wir jetzt zum Beispiel mal hier so einen Flur. Und die Wände sind nicht sonderlich dick. Ich glaube, man sieht die Wände nicht so sonderlich gut hier. Wenn man jetzt mal näher ranzoomt, haben eigentlich so einen dünnen Strich, aber sonst. Das ist auch eine Sache, die mich stört. Ich will jetzt hier runter scrollen. Ne? Hier das Ding hier unten scrollen, wo ich es eigentlich von Maker zum Beispiel gewöhnt bin. Scrollt er, weil er hier das noch markiert hat, die Leiste. Und das ist auch total blöd. Da muss ich jetzt anders hinklicken und dann scrollt er hier unten weiter durch. Das ist irgendwie. Naja. Oh, ich habe keine Möglichkeit außerhalb von dem Reich vielleicht mit SDRG, kann ich auch nicht rauszoomen. Ist halt so eine Sache. Scrollen durch die Map kann ich nur durch die Slider hier. Ist extrem umständlich ist, weil es einfach viel zu lange dauert. Rein und rauszoomen kann ich auch nur durch den Slider hier, was auch verdammt unintuitiv ist. Und ja, wenn ich dann habe ich halt die Objekte, dann habe ich dann mir irgendwelche Türen. Wir haben hier zum Beispiel schon mal keine Türen, so wie ich das sehe. Main Outdoor. Table Decor, haben wir hier noch Trees, aber warum sind hier keine Türen? Warum sind hier keine Türen? Wenn, dann würde ich auch gerne eine Tür nämlich in die Räume reinmachen und den habe ich hier nicht, in dem Teilset zum Beispiel. Man kann hier zwar wahrscheinlich auch, ja, man kann Teilsets auch miteinander mixen, was man normal abschmecken nicht kann, das ist ein Vorteil von dem Ding hier, aber ansonsten haben wir jetzt aber auch keine Türe. Ja, das ist weniger gut. So, naja, ich kann euch ja mal so Vorlage zum Beispiel zeigen, die man machen kann. Einfach mal eine Map. Ja. 60%. Dann haben wir hier zum Beispiel, ne, das ist halt, das ist zum Beispiel die Map, die sie im Video machen zum Programm. Das ist halt einfach nur ein Bild halt eingefügt. Mehr ist es nicht. So. Ansonsten, wenn man sich mit dem Ding bestimmt gut auseinandersetzt, kann man dann bestimmt was machen. Aber für mich, der bisher nur ein RPG-Maker gewöhnt ist, ist das Ding A zu unintuitiv. B zu wenig Teils und ja, das war's eigentlich. Also für die Mobile kostet es momentan für die Dungeon Painter Studio für die 15 Euro, die es momentan kostet, würde ich es mir ehrlich gesagt noch nicht holen. Es ist natürlich auch momentan noch ein Early Access, da wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern bei. Es soll auch mehr kosten, bis irgendwann die Vollversion erreicht. Ich hoffe, bis dahin tut sich ja nichts, ansonsten ist es mir ehrlich gesagt so teuer. Weil mein Volker den Zeit ist es bisher komplett auf Deutsch übersetzt. Oder, ja, was heißt komplett jetzt auch nicht, wenn zum Beispiel was als PNG exportieren. Da geht es momentan nicht, weil ich jetzt nichts habe hier, zum Beispiel als PNG exportieren. Ist da, wenn ich das PNG erstelle, glaube ich, war das. Ist es dann. Da ist zum Beispiel das Show Grid on Resort. Das ist noch nicht auf Deutsch übersetzt. Ansonsten ist es halt komplett auf Deutsch. So. Und es ist halt wahrscheinlich für Leute eher was, die sich dann auch in dem Ding auseinandersetzen wollen und dann halt auch wirklich minimalst. Also was heißt minimal? Ich meine das nicht minimal, sondern halt Detail für Detail wahrscheinlich was machen und den gegebenen Zeug. Für mich selber, ich werde ein bisschen noch mal mit ausprobieren, aber ansonsten ist es eher für mich. Habe ich mit RPG Maker bessere Maps erstellt in der Zeit als mit dem Teil hier. Das ist eher so. Nice to have, aber naja, da muss ich noch einiges tun. Vor allem in der Bedienung muss ich noch einiges tun. Sollten Sie sich ein bisschen was vom RPG Maker abgucken, auch wenn es natürlich, dass der RPG Maker ein Spiel ist, um Videospiele zu machen und nicht um Maps für ein
Pen Paper zu machen, für Online Pen Paper. Ist logisch. Aber trotzdem kann man ja ein bisschen bessere Bedienung machen, damit das Ganze auch einfach schnell von der Hand geht. Weil für Leute, die da wirklich auch sehr viele Mist damit erstellen, ist es ein bisschen nervig mit der Zeit. Vor allem diese Sache, dass der einfach so. Nee, das ist links und rechts ist okay, das kannst du im Maker auch nicht machen. Im Maker kannst du halt dann, sobald ich mich erinnere, müsste es eigentlich funktionieren. Nicht, dass ich das ganze Zeit scheiße laber. Probieren wir mal. Eine größere Map irgendwie. Ach ne, geht auch bei dem nicht. Ich oder war das. Ne, die ganze Zeit runter scrollen. Ach ne, das stimmt, das ist ja Roll20. Genau, Roll20 konntest du die Maps hoch und runter scrollen. Das war's gewesen bei Roll20, kannst du es nicht. Aber hier hast du dann halt die Zoom-Level, was auch wesentlich schneller geht als dieser komische Slider. Nee. Was halt eine Hälfte, Viertel und Achtel, das reicht aber auch. Ehrlich gesagt. Ja. Hier kannst du dann halt auch und runter scrollen. Was dann einfach viel schneller geht. Da irgendwas rauszusuchen. Ja. Ja. Das war es eigentlich zu dem Programm. Zum Spiel Bit Invaders wird auch noch was kommen. Da werde ich aber ein etwas längeres Video machen. Das war jetzt einfach nur mal so ein kurzes, ganz kurzes Vorstellungsvideo. Mehr war das jetzt nicht. Und ja. Ich habe gestern gemalt. Ja. Wir sehen uns dann das nächste Mal beim nächsten Video. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.